Uwe Braun. Was hier in den Laboratorien in Lenzen an der Elbe geschieht, ist Hightech in Licht. Die Spezialisten der Uwe Braun GmbH beschäftigen sich seit 1995 mit hochpräzisen optischen Oberflächenmessverfahren. Die Automobilindustrie, das Null-Fehler-Prinzip, weit mehr als ein Schlagwort. Genau dort setzen die Wissenschaftler und Spezialisten der Uwe Braun GmbH an. Es gilt, mit modernsten Prüfverfahren kleinste Unebenheiten oder minimalste Farbfehler schnell zu lokalisieren und vor allem auch genau zu dokumentieren. Das ermöglicht dem Hersteller im Fehlerfall rasch zu reagieren. Durch eine breite Palette von verschiedenen Einzeloptiken und Technologien ist es möglich, alle technischen Oberflächen wie Kunststoff, Blech, Aluminium, lackierte Flächen, Glas und Folien visuell zu beurteilen. Jeder einzelne Leuchtentyp erfüllt dabei ganz spezielle Aufgaben. Mit ihnen wird im Fertigungsprozess die optimale Beleuchtung, die für die Fehlererkennung unumgänglich ist, erreicht. Kleinste Unregelmäßigkeiten mit Abweichungen von 10 Mikrometern werden so stark verdeutlicht, dass sie im laufenden Prozess mit dem menschlichen Auge sichtbar werden. Die nächste technologische Stufe ist FlatScan. Bei diesem Prinzip wird das menschliche Auge durch hochauflösende Kameras ersetzt. Dieses Verfahren für die Oberflächenkontrolle im Presswerk oder beim Rohbau macht es möglich, unterschiedlich geformte Bauteile im laufenden Fertigungsprozess zu prüfen. Eine speziell entwickelte Software übernimmt die Auswertung, die grafische Darstellung und die Archivierung der ermittelten Daten. Bei der visuellen Beurteilung von Farbfehlern ist unter anderem die Farbtemperatur des Umgebungslichtes maßgeblich entscheidend. Genau hier setzt Color Matching an. Mit diesem Verfahren lässt sich jede Tageslichtsituation durch die Veränderung von Farbtemperatur und Lichtrichtung simulieren. Farbabweichungen werden offensichtlich. Korrekturen können sofort eingeleitet werden. Präziseste Ergebnisse, unabhängig vom menschlichen Auge, werden durch die Online-Farbmessung erzielt. Ein Roboter misst dabei exakt verschiedene vorher definierte Punkte und vergleicht die gemessenen Farbdaten mit den Daten des Urmusters. Blitzschnell können durch eine spezielle Auswertungssoftware die Daten weltweit übermittelt werden. Diese vollautomatische Farbüberwachung hilft, fehlerhafte Teile bei Serienproduktion zu vermeiden und somit enorme Kosten zu sparen. Das Anwendungsgebiet geht weit über die Automobilindustrie hinaus. Materialien aller Art, vom Blech über kosmetische Artikel bis hin zu Textilien, können so vollautomatisch und höchst effizient kontrolliert werden. In den Laboratorien in Lenzen wird jedoch über die Fehlererkennung hinaus auch an der Fehlervermeidung gearbeitet. Und das in einem hochsicherheitsrelevanten und sensiblen Bereich. Bei den Fahrzeugmodulen geht es um die Entwicklung und Fertigung von Bauteilen, die die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern. Sebili. Ein Ergebnis dieser aufwendigen Forschungen ist das bereits mehrfach preisgekrönte optische Sicherheitssystem ABL. Nachtfahrten werden damit ermüdungsfreier und vor allem sicherer. Durch die Vorbelichtung der Augen wird die Blendwirkung entgegenkommender Fahrzeuge deutlich reduziert. Das speziell auf das menschliche Auge abgestimmte Lichtspektrum verringert die Melatoninproduktion und die damit verbundene Ermüdungsbereitschaft. Hier in Lenzen an der Elbe wurde bereits vor Jahren die automatische Früherkennung des gefährlichen Sekundenschlafs hinter dem Steuer entwickelt. Heute ist dieses System perfektioniert und bereit für den Serieneinsatz. Die Produkte der Uwe Braun GmbH werden im eigenen Haus gefertigt.
Höchste Qualität, Präzision und Flexibilität zeichnen das Unternehmen aus. Ein Hightech-Maschinenpark und bestens geschulte, hochmotivierte Mitarbeiter garantieren die Top-Qualität der Produkte aus dem Hause Braun. Ein Team von hochqualifizierten Spezialisten, Konstrukteure, Entwickler, Techniker und Management, alle gemeinsam an einem Tisch, planen hier an der Sicherheits- und Messtechnik von morgen. Uwe Braun. Forschung, Entwicklung und Fertigung. Hightech made in Germany.